Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei JCB Pioneer Mars. Wir haben gestern uns 5 Pünktchen verdient, indem wir hinten die Raffinerie ausgebaut haben. Das ist aber eigentlich gar nicht unser Hauptproblem. Unser Hauptproblem ist, dass wir hier nicht alles herstellen können. Und das ist halt momentan, glaube ich, echt ein Problem vom Spiel. Ich glaube nicht, dass das momentan spielbar ist, weil da noch ein paar Balancing-Probleme gerade sind. Zwischen Mittel... Verbessern Sie die 2 Zwischenprodukte der Raffinerie, um Material aus der Raffinerie zu bauen. So, wir gucken mal. Hier beim... Doch, das war doch hier richtig. Nee, hier war ich gerade eben nicht. Gut. Wir gehen mal kurz hier auf die Raffinerie und gucken uns mal den Technologiebaum an. Zwischenmaterialien, siehst du mal? Hier. Das kostet uns. Oh Mann, ich habe sie wieder gekauft. Man darf nicht draufklicken. Man darf nur drüber hovern. Man darf nicht draufklicken. Ich habe sie jetzt alle. Jetzt habe ich unsere Punkte dafür verschwendet. Mann, ey. Ich wollte gucken, was wir dafür bekommen. Ihr seht hier unten vielleicht die ganzen Tags fehlen. Upgrade-Installation, Gebäudename, Upgrade-Name. Na, jetzt haben wir die Mission aber schon gelöst. Das ist ja ein kleiner Vorteil. Komm, geh raus. So, hier. Mission hinzugefügt. Ziele. Aktivieren. Oh, wir haben sie gelöst. Na, sowas. So, wir gehen mal hier hin und jetzt müssen wir einen Landeplatz besorgen für unser... einen Landeplatz besorgen. Jetzt müssen wir... einen Landeplatz aufstellen. So, wir gucken mal, wo der ist. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Das hier ist der Landeplatz. Und die ist halt riesig. Die ist wirklich, wirklich riesig. Und wir müssen beachten, dass die tatsächlich... die hat irgendwo einen Anschluss. Und zwar, ich glaube, hier hinten dieses Türmchen. Da werden... nachher noch Gebäude angebaut. Das heißt, wir müssen die ein bisschen drehen. Ich drücke mal auf C. So, und ich glaube, wir mussten... Das ist der maximale Punkt, wo ich es hinstellen kann. Und da müssen halt noch später noch andere Gebäude dran angebaut werden. Ich drehe es jetzt noch mal ein bisschen nach da vorne. Dann könnten wir vielleicht nach hier bauen. Das sieht doch ganz gut aus. Ich stelle das mal hier hin. So, ich habe es gemacht. Gut. Das haben wir aufgestellt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze jetzt hier gebaut bekommen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, was wir alles zum Bauen brauchen. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Vielleicht können wir da auch schon was reißen jetzt gerade. Ja, wir müssen mal bei den Windkraftanlagen gucken, ob wir die irgendwie schon fertigstellen können. Das wäre nochmal zusätzliche Energie. So, öffnen. Und hier wird gebraucht Aluminium, raffiniertes Kupfer kriegen wir, glaube ich, hin. Und Kohlenstoffstahl. Carbon Steel. Oh, wir müssen ganz wichtig immer zwischendrin sparen drücken. So, wir haben 7 Uhr. Das hier ist der ältere Spielstand. Mal gucken, was jetzt hier in der Raffinerie so geht. So, Kupfer. Jetzt gucken wir mal, ob es hier Treibmittel gibt. Weil wir müssen ja Treibmittel herstellen. Aber warum soll das in der Raffinerie produzierbar sein? Kohlenstoffstahl.
Carbon Steel, ja, das ist genau das, was wir wollen. Reines Aluminium und raffinierter Kohlenstoff. Fehlende Anforderung. Ich weiß jetzt, was ist denn jetzt hier, was ist denn das, was wir haben? Das Orangene oder, ich glaube, wir haben eher keinen raffinierten Kohlenstoff. Wir können den natürlich raffinieren, weil ich habe 53 mal Kohlenstoff im Lager. Treibmittel! Da ist das Treibmittel. Pflanzenmaterial, einfacher Kunststoff und einmal Wasser. Einfacher Kunststoff, sind diese Flaschen hier. Ja, so viel herstellen, wie es geht. Eins. Wir gucken gleich nochmal drüben in... Ich dachte, das wäre Propylant. Heißt Propylant auf Deutsch Treibmittel? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. So, Kohlenstoff. Kieselsäure? Nee, Kohlenstoff. Kohlenstoff. Ich will Kohlenstoff herstellen. Kohlenstoff. Kohlenstoff, Kohlenstoff. Kiesel. Hier ist Kohlenstoff. Oh, er überlegt lange. Jetzt lasse ich alles umwandeln. Ist das gut? Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir lassen jetzt alles umwandeln. Propylant nehmen wir mit. Und was haben wir noch hier drin liegen? Dann wollten wir Kupfer mitnehmen. Und kann ich noch Kupfer hier? Kupfer? Raffiniertes Kupfer? Geht nicht. Wir haben kein Kupfer mehr auf Lager. Cu. Haben wir jetzt hier nichts? Doch, da ist noch. Das ist pure. Also das ganz gute Zeug. Und da wollen wir doch mal gucken, ob unsere Windkraftanlage das pure annimmt. Wir machen jetzt mal einen direkten Test. So, F. Und wir versuchen das mal mit dem pure. Wo ist es denn hier? Achtung. Ja. Das hat früher mal 15 gezählt. Kohlenstoffstahl. 5 Stück. 5-mal Kohlenstoffstahl. Ist ziemlich aufwendig, weil wir da echt viel für machen müssen. So, und dann müssen wir jetzt gucken, ob wir vielleicht irgendwo Kunststoff herbekommen. Kunststoff. So, wie sieht's hier aus? Kein Kunststoff. Hier ist was kaputt. Wir gucken mal hier, was jetzt hier so gebraucht wird. F zum Öffnen. Wir brauchen Eisen, normal raffinierte Kieselsäure, Aluminium und Kohlenstoff. Eisen, Silizium, Kohlenstoff. Eisen, Silizium, Kohlenstoff. So. Fe. Da hätte ich schon mal ein paar Pures da. Eisen, Silizium, Kohlenstoff. Das ist C. Habe ich gesehen. Hier. Kohlenstoff. Und dann war es noch. Hier ist auch Kohlenstoff nochmal raffineriert. Den brauchen wir aber für den Carbonstahl. Oh, warte mal. Das hier können wir nicht nehmen. Den brauchen wir gleich zum Herstellen für den Kohlenstoffstahl. So, das hätten wir jetzt hier drin. Und dann war es, glaube ich, noch Kupfer. Nochmal Kupfer. Das wir aber momentan gar nicht haben. So, wie sieht es denn jetzt hier leistungsmäßig aus? Das ist alles noch gut. Sind wir noch auf der sicheren Seite. Auto können wir gleich nochmal tanken fahren. So, F. Und wir haben hier einmal Eisen. 10. Dann haben wir hier Kohlenstoff. Das ist schon mal voll. Dann haben wir hier Silizium. Kieselsäure. Ach nein, Kieselsäure. Zwei Sternchen Kieselsäure. Aluminium. Doch kein Titan. Aluminium. Gut.
Ich fahre nochmal kurz hin. So. F. Und wir nehmen nochmal meinen Zettel. Also, wir schreiben uns auf. Fe für Eisen. Wir brauchen Silizium, 2 Sternchen. Dann brauchen wir Al. Und wir brauchen Kohlenstoff. So. Nee, gar nicht. Kohlenstoff ist vorbei. So, kann weg. Alles klar, alles klar. So, ich habe natürlich jetzt noch Material im Auto. Das können wir vielleicht bei den anderen Baustellen nochmal... Also momentan aber nur die Windkraftanlagen. Es macht also gar nicht so viel Sinn, das jetzt gerade großflächig zu verteilen. Warte mal, ich bleib mal hier stehen. Und wir gucken mal, wie es jetzt hier so aussieht. Hier raffinierte Kohlensäure... Kieselsäure. Kieselsäure. Ich habe doch gerade Kieselsäure hier reingelegt. Jetzt ist wieder Platz. Kieselsäure. Alles laufen lassen. So, dann haben wir jetzt hier drin liegt momentan nur Eisen und Kohlenstoff. Reines Eisen. Was hatte ich eben hier drin? Reines Eisen. 7 Stück, also 8 Stück macht er jetzt. Das ist nicht schlecht, weil das wird nämlich dann auch hinten... wir haben ja 2-mal Solarkraftanlagen. Nee, Windkraftanlagen. Und da können wir das dann reinhauen. Gut. Dann fahren wir nochmal zum Lager. So, was kann ich hier raus? Aluminium brauchen wir gleich. Dann haben wir hier Kohlenstoff. Kohlenstoff brauchen wir nicht mehr. Dann brauchen wir Eisen. Eisen, 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 Eisen. Es kann doch nicht sein, dass wir kein Eisen mehr haben. Hier ist rostfreier Stahl. Hier ist Eisen, aber nur noch 2. Und da hätte ich nochmal Eisen in einem anderen Inventar. Ich nehme das trotzdem mal raus. Hier Eisen und Eisen. So, dann haben wir Silizium 2 Sternchen. Sie 2 Sternchen. Das läuft, glaube ich, gerade drüben. Dann haben wir hier Titanium. Das braucht man nicht. Und Aluminium. Bisschen wenig, aber mehr habe ich momentan tatsächlich jetzt hier gar nicht drin. Und wir haben ziemlich viel Material schon verbraucht jetzt. Ich fahre nochmal hier rüber und wir gucken nochmal hier nach. So. So, hier ist jetzt also drin Silizium Stufe 2. Und Kohlenstoff. Können wir auch mitnehmen. Und damit sind wir vollgeladen. Das heißt, wir müssen erstmal ausliefern gehen. So, ich hoffe mal, dass der jetzt fertig wird hier. Sauerstoff ist ziemlich kritisch. Ja, wir haben noch ein bisschen Kanister, haben wir noch ein paar dabei. So, jetzt mal hier kurz andocken. So, Kohlenstoff haben wir voll. Dann haben wir hier raffiniertes Kupfer. Das ist jetzt gerade echt ein Problem. Das werden wir nicht los. Oder können wir nicht liefern. So muss ich sagen. So, dann fahren wir mal kurz rüber zum Landeplatz. So, Notbremsung gemacht. So, F. So, hier ist Eisen. Das reicht immer noch nicht. Aluminium, das reicht. Dann haben wir raffinierte Kieselsäure, SI, haben wir nichts zu liefern. Mist.
Dann habe ich hier hinten bei der... Oh, die hätten wir zuerst fertigstellen sollen. Die ist ja schon fast fertig. Oh. Hier fehlt auch Kupfer. Wir müssen also Kupfer irgendwo auftreiben. Das war, glaube ich, bei den Feuerteufeln, bei den Sandteufeln gab es, glaube ich, ganz viel. So, ich fahre nochmal hier durch die Anlage. Eigentlich wurde da früher Sauerstoff immer aufgetankt. Siehst du? Also, solange wir im Auto bleiben, haben wir nicht so viel Verluste. Dann müssen wir nicht irgendwie hier unsere Kanister für opfern. So, ich habe hier nochmal Aluminium, Propellant, Wolkenart, das ist dieses Treibstoffzeug. Da wollte ich gerne mal hier gucken, ob wir im Habitat vielleicht noch Kunststoff herstellen können. So, ich steig mal aus. Und wir hüpfen mal hier rüber. So, Kunststoff. Einfacher Kunststoff. Wird wahrscheinlich auch aus... Kieselsäure. Wie viel kriegen wir da? Momentan haben wir gar nichts. Kohlenstoff. Also C. C habe ich, aber wahrscheinlich kein normales C. Das ist zwei Sternchen C. Und das will er nicht haben, oder was? Orange ist also das, was wir haben. Sanitation Tablets. Kieselsäure. SI. So, da haben wir nur zwei Sternchen und das will er nicht dafür verwenden. Oder muss das hier... So, raffiniertes Kupfer und Treibmittel. Ich habe ein Treibmittel nicht dabei, das ist im Auto. Mist. Hm. Also, wir müssen hier hinschaffen. SI und C. SI und C. C, das ist zwei Sternchen C. Das ist zwei Sternchen. Müssen wir besorgen, haben wir nicht da. Das Aluminium schmeißen wir jetzt hier rein, dann können wir nämlich mehr jetzt gleich holen. So, dann habe ich eben gesehen, wir haben noch einen Carbonstahl, hier Kohlenstoffstahl. Und was ist das hier? Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Hier ist noch ein Carbonstahl, den nehmen wir natürlich mit. Ich dachte, es brennt gerade irgendwo. So, das hauen wir noch hier rein. Da fehlt noch einer und da brauchen wir ein bisschen Kupfer noch. Den holen wir uns jetzt hinten von der Stelle, wo die Sandteufel unterwegs sind. Und am besten erst nochmal speichern. Sparen. So, 7.54 Uhr. Speichern dauert lange. Seit neuestem. Aber immerhin können wir jetzt schon bei Sandstürmen durch die Gegend fahren. Das war ja früher nicht so gewesen. Ich bin falsch gefahren. Da konnten wir nicht bei Sandstürmen draußen rumfahren, weil unser Auto weggepustet wurde. Ach, sieh an. Guck mal da. Da zieht er davon. Sehr schön.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist hier hinten auf dieser etwas angehobenen Fläche, ist, glaube ich, Kupfer gewesen. Ich kann vielleicht auch auf der Karte nachgucken. So, ich möchte jetzt, wir sind jetzt gerade da, ich möchte jetzt hier hinfahren. Da gibt es Kohlenstoff, das ist schon mal gut. Aluminium ist auch gut, Kieselsäure und Nickel, aber kein Kupfer. Wir brauchen ja Kupfer. So, hier gibt's Kupfer, aber das ist depleted und da gibt's Kupfer und Kieselsäure. Wir müssten also eigentlich dahin fahren. Ja, blöd. Dann zurück. Falsche Abbaustelle. Und jetzt sollte man ja vielleicht annehmen, ich habe so viele Probleme, weil ich auf schwer spiele oder auf Extreme oder so. Tatsächlich ist es aber so, dass ich auf normal spiele. So, wir hinten jetzt hoch und dann müssten wir da eine ganze Menge Kupfer zusammenbekommen. Weiß ich gar nicht, bei der Landestation wurde da normales Kupfer verwendet oder war das raffiniertes Kupfer? Weil wenn es normales Kupfer ist, ich denke aber, es war raffiniertes Kupfer. Wenn es normales Kupfer wäre, hier sind auch keine Einschläge. Ist doch sonst auch immer voll die Einschlagserie. So, ich drück mal C und wir gucken mal, was jetzt hier rauskommt. 30%. Ich glaube, den Ressourcenpool machen wir leer. Schrott. Das fängt ja schon mal schrottig an. So, hier hinten das nehmen wir. So, Kieselsäure und Kupfer. Und dann machen wir mal da. Das sieht auch sehr vielversprechend aus. Und dann hier. So, Silikate war ja auch. Silikate wurden ja auch gefordert. Ich glaube sogar die unverarbeiteten Silikate. Ich glaube einfach nur SI. Habe ich mir jedenfalls so aufgeschrieben. Nee, Silikate müssen verarbeitet sein. Mist. Zwei Sternchen Silikate. Wieso muss doch mal hier drüben? Jetzt gucken wir mal kurz, wie viel wir schon geladen haben. Eine Ladung müsste noch funktionieren. Poolkapazität war übrigens auf Null. Und wir haben noch was rausgekriegt. Das heißt, wir könnten auch eventuell mal versuchen, ob wir die abgefrühstückten Stellen vielleicht trotzdem anfahren können. Vielleicht ist da noch ein Fehler im Spiel und das Spiel hat vergisst, dass da eigentlich nichts mehr sein dürfte. So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Machen wir jetzt erst die Raffinerie und lassen die Silikate durchlaufen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Hier, guck mal. Airtime. So. Schöne Vollbremsung hingelegt. Für den Kunststoff brauchten wir Silikate. Ich hau das mal hier rein und das Kupfer, da steht bei mir jetzt nicht, dass das irgendwie verarbeitet sein soll. Wir machen aber jetzt erstmal hier
Magnesium, Kieselsäure, zwei Sternchen. So, SI, zwei Sternchen. Machen wir zuerst mal das. Gut. Und dann habe ich jetzt Kupfer normal geladen. Und ich glaube, das reicht schon hier für die Anlagen. Öffnen. Raffiniertes Kupfer. Na, ah, sowas Blödes. Dann gucken wir nochmal bei der Landestelle. Wenn das auch raffiniert ist, dann tun wir das Kupfer gleich auch da hinten in die Verarbeitung reingeben. Und eventuell dann gerade nochmal eine zweite Tour fahren nach oben zum Abbaggern. Und wir gucken mal, ob dann auch der Pool... Hier kommt auch kein... Hä, hier kommt es gar nicht rein. Da müssen wir das Kupfer auch verarbeiten lassen. Langsam vor. Da hat man sich früher immer das Auto total geschrottet, wenn man dagegen gedonnert ist. So, hier ist auf jeden Fall Silikate jetzt verarbeitet. Das nehmen wir schon mal mit. Dann habe ich jetzt hier 5-mal Schrott. Das können wir hier reinlegen. Und ich habe hier Kupfer. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Alles verarbeiten. Da kommt eine ganze Menge zusammen. So, jetzt habe ich hier nochmal Silikate. Die nehmen wir mit. Gucken wir doch erstmal hier hinten. Aber hier fehlt, glaube ich, noch einmal Carbonstahl. Ja, fehlt noch einmal Carbonstahl. Also hier ist definitiv nur Kupfer. So, die Kieselsäure hat noch nicht gereicht. Wir müssen hier noch ein bisschen Eisen reinkippen und nur noch Kieselsäure. Ja, das muss jetzt erstmal durch die Raffinerie durchfahren. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Folgenpause. Bis dahin ist dann alles durchgelaufen. Und wir können mal gucken, dass wir... dann in der nächsten Folge vielleicht die ganzen Baustellen hier schon abschließen können. Carbonstahl, weiß ich nicht, ob wir da noch insgesamt, glaube ich, jetzt 3 Stück herstellen können. Ich fahre nochmal tanken. Reicht das schon? Nee. Noch ein Stück? Ja, so ist gut. Gut, Leute, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Hier ein Blick auf 2 von vielen Serien auf meinem Kanal. Schaut doch auch da mal vorbei und vergesst auch nicht zu subscriben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.